Wir bleiben ein bisschen bei Schiffen. Mit Schiffen fährt man hinaus aufs weite Meer. Unser eins macht vielleicht mal eine Kreuzfahrt oder benutzt eine Fähre. Die Frau, die ich euch jetzt vorstelle, die forscht auf dem Meer und sie erforscht den Meeresgrund. Sie schaut sich also an, wie sieht der Meeresboden eigentlich 2000 Meter unter der Wasseroberfläche aus. Und dort entdeckt sie spannende Fakten. Bitte begrüßt mit mir, mit einem großen Applaus, hier ist Dr. Sabine Kasten vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung. Hallo Sabine. Hallo. So, du hast jetzt einen wirklich außergewöhnlichen Beruf. Du bist also Geochemikerin, ne? Ja, das stimmt. Als Geochemikerin gibt es immer mal wieder Zeiten, da fährt man raus aufs Meer. Wie darf man sich das vorstellen? Ist es so eine Art Kreuzfahrt oder was passiert da genau? Nee, das ist alles andere als eine Kreuzfahrt. Erstmal müssen wir alle Sachen, die wir an Bord brauchen, in riesige Container verschaffen und auf das Schiff bringen. Und dann richten wir auf dem Schiff unsere Labors ein. Wir nehmen Proben vom Meeresboden und analysieren die dann dort. Also es ist wirklich alles andere als eine Kreuzfahrt, eine Menge Arbeit. Wie viele Forscher fahren bei so einer Ausfahrt mit? Also es kommt immer auf das Schiff an. Es gibt kleinere Schiffe, da sind 10 Forscher zum Beispiel dabei, dann großes Schiff. Ihr kennt das vielleicht, die Polarstern, haben Leute von euch vielleicht schon gehört. Da sind 50 Wissenschaftler und nochmal 50 Besatzungsmitglieder. Also um die 100 können das sein. Wie oft bist du schon rausgefahren mit so einem Forschungsschiff und wo vor allen Dingen? Also ich war vielleicht schon 25 Mal unterwegs im Atlantik, im Schwarzen Meer, im Arabischen Meer, eigentlich im Indischen Ozean. Ja. Jetzt klingt es für uns natürlich ganz romantisch, man fährt mit dem Schiff raus, dann lässt man irgendwie einen Roboter runter, der holt ein bisschen Schlamm hoch und dann schaut man sich das an. Können wir uns mal angucken, du hast uns auch ein paar Bilder mitgebracht, ja, ne? Was sieht man denn auf den Bildern, die du da mitgebracht hast von deiner Forschungsreise? Das sollte jetzt kommen, das erste Bild. Mal schauen, das dauert vielleicht einen kleinen Moment. Ja. Das erste Bild zeigt uns, bevor wir auf den Meeresboden schauen, erstmal das Schiff auch, mit dem wir unterwegs sind, das werdet ihr gleich sehen. Das ist hier einmal ein etwas kleineres Forschungsschiff, Poseidon heißt das. Und du hast es eben gesagt, wir müssen mit Tauchbooten zum Meeresboden. Das ist zum Beispiel so ein Tauchboot, das heißt Jago. Und das kann bis 450 Meter tief tauchen. Also es ist nicht ganz so tief, aber schon beachtlich. Aber 450 Meter, also wenn man da jetzt ohne so ein Tauchboot runtergehen würde, dann würde man zerquetscht von den Wassermassen. Ganz, ne? Genau, also du weißt vielleicht, dass Taucher maximal bis 30 oder 50 Meter tauchen können. Es gibt noch Spezialer, aber ich sag mal so normales Tauchen mit Flaschen, das kann man bis etwa 30 Meter machen und deshalb brauchen wir solche Tauchboote oder Roboter, die zum Meeresboden gehen und uns die Proben holen. 450 Meter tief sinkt ihr also, da unten ist wahrscheinlich absolute Dunkelheit, oder? Ja, das ist dunkel und wie wir jetzt sehen werden in diesem Fall, ich kann das mal zeigen, da bin ich also in dieses Tauchboot auch eingestiegen. Ich hatte erst ein bisschen Angst, aber dann war das ganz spannend. Wie viele Leute sind in so einem Boot eigentlich drin? Zwei nur, also einmal der Pilot, wir nennen das auch Pilot für diese Tauchboote und ein oder eine Wissenschaftlerin. Und wie lange geht so eine Tauchfahrt dann? Also im Schnitt 4 bis 6 Stunden. Und was ist, wenn man da mal auf Klo muss? Ist eine Toilette eingebaut? Oder? Nee, da hat man Pech. Man muss erstmal, man wird ein bisschen vorbereitet. Man darf Stunden vorher schon nichts mehr trinken. Wenn es aber dann doch sein muss, gibt es kleine Behältnisse, die man dann nutzen kann. Gott sei Dank musste ich das noch nicht. Also da bin ich ganz froh. Okay, dann tauchen wir dann mal mit dir gemeinsam ab. Genau, und das ist jetzt, wir sinken jetzt hinab im Meer und in den obersten, sagen wir mal 100 bis 200 Metern, sieht man noch Licht. Aber wenn man dann tiefer kommt, dann ist auch dieses Licht weg. Und es ist ganz dunkel und wir müssen auch die Scheinwerfer des Gerätes dann anschalten. Dies ist ein Blick vielleicht auf in diese Tauchkugel rein. Ihr seht im Hintergrund auch den Meeresboden im Schwarzen Meer. Da sind wir jetzt auf etwa 250 Meter Tiefe. Das heißt also, da unten ist eigentlich nur Schlamm, kein Licht, dunkel. Wie warm ist es da oder wie kalt? Es ist ziemlich kalt. Also im Schwarzen Meer, da ist es ja, ich habe eben gesagt, wir sind da auf 250 Meter Tiefe, da sind etwa 8 Grad. Also deshalb muss man sich auch einen dicken Pulli anziehen, damit es nicht zu kalt wird. Weil eine Heizung hat dieses Gerät leider nicht. Was findet man da unten eigentlich? Dieser Schlamm, ich meine, ist ja so, wie wenn ich jetzt in der Nordsee ein bisschen planschen gehe und den Schlamm da hochhole. Oder was ist das für ein anderer Schlamm jetzt? Also das Besondere im Schwarzen Meer, weil ich zeige euch ja auch gleich noch ein Video aus dem Schwarzen Meer, ist, dass aus diesen Ablagerungen ganz viel Methan austritt. Also Methan ist Erdgas, womit ihr zu Hause auch euren Herd betreibt.
Und wir wollen eigentlich wissen, was an Prozessen unten am Meeresboden passiert und ob das Methan wirklich durch das Wasser sich den Weg bahnt in die Atmosphäre. Das sind also eine Menge offene Fragen, die wir haben. Warum ist das für uns wichtig zu wissen, ob Methan in die Atmosphäre gelangt oder nicht? Könnte uns doch eigentlich ganz egal sein, ob das da aufsteigt, oder? Nee, das ist uns ganz, sollte uns ganz und gar nicht egal sein. Ihr wisst alle, dass wir viele vom Klimawandel, vom Treibhauseffekt sprechen und ihr kennt das Gas Kohlendioxid, das, was wir in der Cola-Dose eben auch gesehen haben. Und das Methan ist noch ein viel stärkeres Treibhausgas. Und wir müssen verstehen, wie viel wirklich in die Atmosphäre kommt, auch in, über die Erdzeitalter und in Zukunft. Deshalb forschen wir daran. Okay. Haben wir noch weitere Bilder oder hast du auch noch einen Film mitgebracht? Wir haben jetzt einen Film, der diese Tauchfahrt zeigt. Und zwar seht ihr hier solche Türme, die sind 2-3 Meter hoch, aus denen Gas austritt. Und dieses Gas, das habe ich eben gesagt, das ist dieses Methan, was da wirklich ausperlt. Und diese Türme, die ihr hier seht, die bestehen aus Mikroorganismen. Also obwohl eigentlich das Ganze unten tot ist, können bestimmte Mikroorganismen Energie daraus ziehen. Und die leben und bauen sich kleine Kugeln, indem sie das Gas fangen und davon auch leben und Energie daraus ziehen. Das heißt, es gibt schon ein Leben in dieser wirklich lebensfeindlichen Umgebung. Ja, aber keine höheren Organismen, also Tiere oder Pflanzen können da nicht gedeihen, weil da kein Sauerstoff ist, sondern es sind eben Mikroorganismen. Die können davon gerade besonders gut leben. Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, da unten gibt es Schlamm, es gibt Methan, es gibt Mikroorganismen. Ist es denn trotzdem immer wieder spannend, darunter zu fahren? Erkennt man, entdeckt man immer wieder was Neues oder ist so, ach, schon wieder Schlamm? Nee, also ganz und gar nicht. Also es ist zwar eine Menge Schlamm, aber man sieht abends dann auch immer aus, als wenn man ja total eingesaut ist, ist man auch. Aber es ist eigentlich auf jeder Fahrt finden wir irgendwas Neues. Es ist immer wieder faszinierend, neue Tiere, neue Mikroorganismen. Es ist wirklich jedes Mal wieder eine neue Sachen, die man findet. Und diesen Schlamm, ich habe gehört, den schaut ihr euch im Kühlhaus an. Ja. Warum? Du hast eben schon nach der Temperatur am Meeresboden gefragt. Und normalerweise in den Ozeanen, im Atlantik, ist in der Tiefe eine Temperatur von 3 bis 4 Grad. Es ist also ziemlich kalt. Und du hast auch gesagt, dass ich Geochemikerin bin und wir versuchen eben die Bedingungen am Meeresboden, auch in unserem Labor auf dem Schiff, so möglichst gut wieder so herzustellen, wie sie auch am Meeresboden sind. Und deshalb arbeiten wir auf dem Schiff eben in Kühlräumen und bearbeiten da diesen Schlamm dann auch bei diesen tiefen Temperaturen. Ist dieser Schlamm eigentlich irgendwie gefährlich? Ist der unangenehm? Was ist das für ein Schlamm, den man da unten hochholt? Also man muss natürlich aufpassen, weil oft ist in diesem Schlamm sehr viel Schwefelwasserstoff. Das ist dieses nach faulen Eiern stinkende Zeug. Das kennt ihr vielleicht auch, was man, wenn Eier vergammeln, dann riecht das so, das ist eine Schwefelverbindung, die ist auch giftig, da muss man aufpassen. Und man sollte eben auch mit diesen Mikroorganismen, von denen wir jetzt zum Teil gar nicht wissen, was es ist, muss man eben auch aufpassen. Aber da sind wir auf der Hut. Alles klar. Sabine, super spannend. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Du hast heute Morgen schon einen ganz tollen Vortrag gehalten. Also vielen Dank und weiterhin alles, alles Gute für deine Forschungsreisen auf hoher See. Applaus bitte schön für Dr. Sabine Kasten. Dankeschön. Danke.